Diese Welt ist wie ein Trainingslager. Hier werden wir trainiert. Hier werden wir zu Göttern erzogen. Ist das für alle verständlich? Diese Welt ist ein Trainingslager. Es gibt weder mich noch diesen Tisch hier. Das alles ist Morok, Illusion. Für mich ist das nicht verständlich. Ein naiver Mensch befindet sich unter uns, der in der Schule nicht aufgepasst hat. Hat in Physik bestimmt eine 5 gehabt. Ob jetzt meine Hand aus Atomen besteht oder dieser Tisch hier, alles besteht aus Atomen. Wenn ich jetzt über ein übernatürliches Sehvermögen verfügen würde, würde ich meine Sehkraft so vergrößern, dass der Atomkern so groß sein würde, wie der Kopf eines Streichholzes. Der nächste Atomkern würde sich bei so einer Vergrößerung in einem Abstand von einigen Kilometern befinden. Wer hat Physik in der Schule gehabt? Habe ich recht? Ich kann nicht einmal gegen diesen Tisch hier klopfen. Leere gegen Leere können nicht aufeinander prallen. Das ist Illusion. Wo kommt denn das Geräusch her? Habt ihr schon was von einer Hypnose gehört? Schon mal was darüber gehört? Wenn ein guter Hypnotiseur jetzt diesen Raum betritt und euch einflößt, dass hier überall Krokodile laufen und an euren Beinen beißen, so werdet ihr am nächsten Morgen aufwachen und Wunden haben. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht überprüft. Wer hat schon mal von diesen Experimenten gehört? Also doch. Die Wissenschaftler haben folgende Experimente durchgeführt. In den USA hat man einen Menschen zum Tode verurteilt, es gab also Gericht und alles drum und dran. Der Tod sollte durch einen elektrischen Stuhl geschehen. Es kommen Wissenschaftler in seine Zelle rein und sagen ihm, morgen wirst du nun auf dem elektrischen Stuhl landen. Verstehst du überhaupt, was das bedeutet? Die Kreaturen haben extra ein Programm entwickelt, um alle feinstofflichen Körper eines Menschen zu zerstören. Dein Astralkörper, dein Klubierkörper und so weiter werden zerstört sein. Wenn du aufgehängt worden wärst, würdest du nur den grobstofflichen Körper verlieren. Du musst aber auf einem elektrischen Stuhl sitzen. Die Wissenschaftler legen ihm alle Belege vor. Verstehst du jetzt, was mit dir passieren wird? Wir können dir aber helfen. Du wirst so oder so hingerichtet. Wir können dir aber einen leichten Tod schenken, ohne Schmerzen. Und nach dem Tod wirst du alle deine feinstofflichen Körper ganz und unversehrt bewahren können. Du musst dann nicht im Reich der Mineralien reinkarnieren. Sie erklären ihm also, wir führen ein Experiment durch. Wir wollen wissen, wie ein Mensch am Blutverlust stirbt, wie es bei einigen Selbstmördern der Fall ist, die ihre Venen aufschneiden. Wir werden also deine Vene aufschneiden, du wirst nach und nach das Blut verlieren und wir werden mit unseren Geräten registrieren, welche Organe zuerst versagen werden. Du wirst einen süßen Tod sterben und nach dem Tod wird alles gut sein. Entscheide dich nun, welchen Tod du sterben möchtest. Entweder auf dem schrecklichen elektrischen Stuhl oder auf einem ruhigen und sauberen Sessel in einer ruhigen und sanitären Umgebung, wo alle während deines Vorgehens um dich sorgen werden. Entscheide dich also. Selbstverständlich wählt der Verbrecher die zweite Methode. Er wird also in ein Laboratorium geführt, wird auf einen Sessel gesetzt. Daneben sieht man irgendwelche Röhrchen und Gefäße, wo das Blut aufgesammelt werden soll. Irgendwelche Instrumente, Skalpelle, also mit allem drum und dran. Einer von den Wissenschaftlern sagt dann, lass uns seine Augen zubinden, damit er das alles nicht mit ansehen muss. Gleichzeitig hat man schon einen Skalpell vorbereitet, um ihm die Vene aufzuschneiden. Die anderen sagen so, ja gut. Und die haben ihm einen schwarzen Sack über den Kopf gezogen. Mit dem stumpfen Ende des Skalpells ist man dem Verbrecher über die Vene gegangen. Ein anderer Mann hat aus einer Teekanne warmes Wasser über seinem Arm fließen lassen. Das Blut fließt nun, denkt sich der Verbrecher. Alle Geräte sind an ihm angeschlossen. Er ist total verkabelt. Er denkt sich nun, okay, meine Vene ist nun aufgeschnitten. Und es tut auch nicht weh, wie versprochen. Irgendetwas Warmes fließt da. Was denkt ihr nun, was passiert mit diesem Verbrecher? Er stirbt. Sein Körper wird dann noch obduziert. Was denkt ihr, welche Diagnose festgestellt wird? Richtig, er stirbt am Blutverlust. Denn die Wissenschaftler wissen bereits, wie der Organismus eines Menschen reagiert, wie die Organe reagieren, wenn ein Mensch zu viel Blut verliert. Bei diesem Verbrecher wurde genau die gleiche Diagnose festgestellt. Das war aber vielmehr eine Selbstbeeinflussung. Wenn ein Mensch in der Lage ist, sich selbst sowas einzuflößen, was können dann die Götter uns einflößen? Diese ganze Welt ist wie ein Trainingslager. Das alles wird uns hier eingeflößt, ist wie ein Computerprogramm. Das alles existiert aber nicht wirklich. Auf Russisch heißt es Morok, Illusion. Es gibt nichts. Worauf will ich hinaus? Schaut mal, wenn ihr jetzt alle diese Tatsache akzeptiert, dass wir in einem Trainingslager leben, und unsere Götter sind ja vollkommene Wesen. Das heißt, dass auch dieses Trainingslager vollkommen sein muss, oder? Nehmen wir mal an, ein Mensch steht vor der Wahl. Er kann entweder nach rechts gehen oder nach links. Nehmen wir mal an, er geht nach rechts. Als Folge bekommt er irgendeine Lebenserfahrung. Wenn er jedoch nach links gegangen wäre, so hätte er eine ganz andere Lebenserfahrung bekommen, nicht wahr? Das heißt, dass wir bei jeder Wahl doppelt so wenig Erfahrung bekommen. Man könnte denken, dass es sich um ein schlechtes Trainingslager handelt.
Deshalb haben die Götter so eine Welt erschaffen, wo sich eine parallele Welt manifestieren kann. Das heißt, ein Mensch kann sowohl nach rechts als auch nach links gehen und das gleichzeitig. Unter den Wissenschaftlern nennt sich das die Theorie der Parallelwelten. Wo kommen die Parallelwelten her? Genau auf diese Art und Weise. Hier gibt es eine Wahl, dort gibt es eine Wahl. Als Folge entsteht eine Unmenge von Parallelwelten. In den Veden steht, auf dieser Welt gibt es so viele parallele Welten, wie viele Gerstenkörner in einem großen Sack passen. Ihr habt schon wahrscheinlich von Déjà-vu-Effekten gehört. Oder vielleicht hat jemand sogar sich selbst auf der Straße getroffen. Denn manchmal überschneiden sich die Parallelwelten. Wer hat schon so eine Erfahrung erlebt? Hebt die Hand hoch. Also es gibt welche unter euch. Diese Parallelwelten gibt es also. Wenn wir jetzt in dieser Schicht leben, so unterscheiden sich diese Schichten, die ganz nah sind, kaum voneinander. All diese Welten verlaufen nicht zweidimensional. Diese Welten verlaufen multidimensional. Sie können überall verlaufen. Ich zeige euch jetzt primitiv anhand von meinen Händen. Diese nächstgelegenen Welten unterscheiden sich kaum voneinander. Je weiter wir gehen, desto mehr Unterschieden werden wir erkennen. Es gibt gute Filme zu diesem Thema. Zum Beispiel Butterfly-Effekt. Dort zeigt man, wie der Schauspieler von einer Welt zur anderen springt. Oder der Film Mr. Destiny. Oder der Film Und täglich grüßt das Murmeltier. Oder der Film Interstate 60. In diesen Filmen werden Parallelwelten gezeigt, also andere Dimensionen. Mein wahres Ich gibt es nur einmal, doch mein Ich besitzt viele Körper. Mein Ich bekommt überall Lebenserfahrung. In allen Welten. Man hat sogar die Möglichkeit, auf sich selbst zu treffen. Ich hatte auch so eine Erfahrung. Und viele meiner Freunde haben ebenso sowas erlebt. Diese Welten überschneiden sich also. Ihr müsst verstehen, dass am 21. Dezember 2012 all diese Welten und Dimensionen sich an einem einzigen Punkt zusammentreffen. Deshalb gibt es im Moment keinen einzigen Weissager, der ganz genau sagen kann, was nach dem 21. Dezember 2012 passieren wird. Denn diese Dimension gibt es noch nicht. Ein Weissager kann nur bis zu diesem Zeitpunkt hell sehen. Nach diesem Zeitpunkt gibt es noch keine Welten. Deshalb heißt es auch so, im Dezember 2012 geschieht das Ende des Lichts für die dunklen Mächte und das Ende der Dunkelheit für die hellen Mächte. Ihr werdet in diejenige Dimension gelangen, welche eurer evolutionären Bewusstseinsentwicklung entspricht. Deshalb kann ich euch nicht sagen, in welche Welt ihr gelangen werdet. Die Mehrheit der Menschen wird nicht einmal verstehen und erkennen. Sie werden auf ihre Uhr schauen und sich denken, 21. Dezember ist nun eingetreten, doch es passiert nichts. Ja, niemand wird was erkennen können. Könnt ihr euch an den Film Hinter dem Horizont erinnern? Erinnert ihr euch an diese Szene, wo die Ehefrau in die Hölle gehen musste? Ihr Ehemann steigt zu ihr herab, sie sagt ihm, ich verstehe nicht, wo all meine Nachbarn hin sind. Was ist mit meinen Rosen passiert? Auf die gleiche Art und Weise wird auch die Mehrheit der Menschen nichts erkennen können. 21. Dezember ist nun eingetreten, aber es passiert nichts. Es kommt aber darauf an, in welche Dimension ihr gelangen werdet.